Herzlich willkommen zurück hier bei Let's Play Civilization Beyond Earth. Beim letzten Mal haben wir wieder Frieden geschlossen mit unseren slawischen Nachbarn hier. Und jetzt sehen wir mal an, was wir hier alles machen müssen. So, Produktion wählen in Harsha. Als erstes Bauprojekt schlage ich die Klinik mal wieder vor. Dann in Vasanta haben wir ebenfalls... machen wir eine Zellzuchtstation. Und in Asraya können wir nichts mehr für die Gesundheit tun. Wir könnten ein Labor bauen oder ein Netzwerk für die Wissenschaft. Oder wir bauen jetzt mal eine Reliquie der alten Erde, um unseren Kulturlevel hochzuhalten. Und eine Questentscheidung gibt's. Wir haben jetzt hier lang genug gelebt und müssen jetzt nicht mehr den Ressourcen nachjagen. Nirgends ist das ersichtlicher als auf dem Boden unserer Xenok-Suchtstation. Innerhalb ihrer Mauern können wir auf dem Planeten natürlich vorkommende Ressourcen anbauen und ernten. Leider ist der Prozess kostenintensiv. Wir müssen uns also entscheiden, welche Ressource wir anbauen. Miasma oder Xenomasse? Miasma gibt Wissenschaft und Xenomasse gibt plus 5 Xenomasse-Ressourcen. Ich bin für Miasma. Die Fähigkeit, dumme Ressourcen, schlaue Ergebnisse zu erzielen, sollte jedem Manager eine Lehrstunde sein. Ihre Angestellten müssen nicht besonders viel wissen, um die gewünschten Resultate zu erzielen. Das da hinten haben, wurde gerade vorgelesen. Und wir haben die Schwarmrobotik erreicht. Die zur Affinitätsvorschrift. Die beste Lektion, die ein Raptor dich lehren kann, ist für die Beute dankbar zu sein, die dich am Leben hält. Die schlimmste Lektion, die er dich lehren kann, ist eine praktische Vorführung dieser Lektion. Sehr schön. Und wir haben Stufe 4 der Harmonie erreicht. So, jetzt können wir auch eine neue Forschung wählen. Lasst mal sehen, was wäre denn sinnvoll? Terraforming, Gaianische Brunnen, Schwebesteinbruch oder Terralandschaft? Das wäre schon mal interessant. Kommunikation. Kommandozentrale, Übertragungszentrum, Nutzfeld. Künstliche Intelligenz, Überwachungsnetz, Makroabwehr. Ich schaue nur gerade, wo es noch überall Harmoniepunkte zu holen gibt. Biologie, Biotreibstoffanlage, Zuchtlabor und eine Kuppel. Oder wir gehen auf die Nanotechnologie. Nanofarm, Nanothermit, Exodaster. Gendesign dauert nur eine Runde. Gengarten, Klonfabrik, Ektogenese-Kapsel. Machen wir Gendesign. Oder wir machen Organik, Biofabrik, Masseverwerter. Und plus Energie durch Generatormodernisierung. Ich glaube, wir machen Organik. So, Verbesserungen verfügbar durch unsere Stufe 4 Harmonie. Unser Raketenfahrzeug wird zur Artillerie. 30% beim Angriff auf Städte oder gegen Landeinheiten. Ich bin für auf Städte. So, und jetzt haben wir, glaube ich, alle gemacht, oder? Eine Einheit braucht noch Befehle. Ah, dieser Bautrupp hier, der sollte Erdöl abbauen. Und hier der Take Jet, den lasse ich hier einfach mal stationiert, würde ich sagen. Ausruhen. So, jetzt dürfen wir alles durchhaben. So, was haben wir hier? Unseren Erkunder im ewigen Eis. Hier geht es wieder mal Stress zwischen den Jungs vom Slawischen, von der Slawischen Föderation und den Aliens. Und das geht schlecht aus für die Aliens. Gut.
Ja, die wollen wohl nicht so harmonisch mit den Aliens zusammenleben. So, dann sind wir wieder dran. Stadtverbindung errichtet. Okay, das ist schön. Aliens bei Sapta gesichtet. Das ist weniger schön, aber es ist uns egal. So, und der Handelskonvoi braucht mal wieder Befehle. Das passiert alle 30 Runden. Und wir richten eine ein mit Wissenschaft und Energie. Dann würde ich vorschlagen... Nehmen wir Richport. Und dann machen sie sich auch schon auf den Weg. So, unsere Artillerie, die lasse ich ganz genau hier stationiert. Da können sie mich mal ganz dezent. Hatten wir nicht da oben noch irgendwo einen Erkunder rumfahren? Ja, hier. Wieso erkundest du nicht, mein Freund? Oh, und da hinten gibt es noch einen Kontinent oder einen Teil davon. Auch nice to see. Das hier unten hätten wir, also geh du mal eher nach oben und schau dich da um. Da sieht es noch relativ unbewohnt aus. So, hier wurde ein Generator abgeschlossen. Dann kannst du hier noch eine... Ich wollte eigentlich eine Farm bauen, aber das geht auf diesem Feld nicht, auf Tundra. Ach so, auf dem Feld kann ich sowieso nicht bauen. Dann geht's hier hin. So, mein gepanzerter Soldat, du verschanzt dich ebenfalls. Und hier haben wir den Kolonisten. Oh oh. Ich glaube, ich krieg wieder eine auf die Fresse. Aber vielleicht habe ich ja Glück und sie lassen mich dieses Mal in Ruhe. Und hier sehen wir uns mit dem Erkunder ein bisschen um. So, was wollt ihr? Xenomasse? Nein, tut mir leid. Ich habe nur noch 4 Xenomasse. Dafür habe ich jetzt 7 Erdöl und 5 Titan. Und sie haben ja schon wieder den verschissenen Kolonisten umgebracht. Das kann doch nicht wahr sein. Jetzt gehe ich da gleich mal runter. So, du baust hier... Okay, eine Farm geht nicht, dann eine Mine. Hier wurde schon Erdöl abgebaut. Und hier kann der Bautrupp nichts mehr machen. Wird Zeit, dass ich die Kolonie ausbreite, denn hier gibt es ein paar schöne Ressourcen. Produktion wählen in Azraya. Dann baut ihr mir einen Kolonisten, bitte. So, hier ist ein Bautrupp, aber der hat eh noch genug zu tun. Kann ich jetzt schon einen Schwebesteinbruch bauen? Nee, Terraformung. Na, super. Nein, ihr kriegt meine Xenomasse nicht. Mann, die Leute sind gierig hier. Oh, Soldaten, was soll denn das? Wollt ihr etwa auch noch Schläge? Die haben ja eigentlich nur Central. Das Leben an sich ist ein Abschreibungswert. Sehr schön, das war die Organik, die wir erforscht haben. Hier oben ist noch so viel unverbaute Fläche, das ist ja richtig nett.
So, ihr verschanzt euch bitte ebenfalls. Hä? Wieso geht er da nicht zu Fuß hin, wo ich es ihm gesagt habe? Na egal, er wird es schon irgendwie machen. So, und wir haben jetzt die Organik und wir könnten hier durch Photosynthese noch einen Punkt Affinität, ja, Harmonie bekommen. Machen wir auch so. So, du baust mir hier bitte eine Farm. Dankeschön. Für ein bisschen Nahrung wieder. Okay, ich muss hier unten. Also hier unten werde ich, glaube ich, nicht mehr versuchen, mich anzusiedeln. Ich glaube, da werde ich jetzt eher mal über den großen Teich schippern. Ja, ich meine, hier oben wäre auch noch viel Platz. Und da ist wieder ein Seedrachen. So, dieser Bautrupp ist fertig. Mit der Erdölpumperei. Dann bauen wir hier noch einen Generator hin. Bei Manira. Ja, es ist hier viel, viel klein-klein, das man hier macht. Geht hier nicht so zur Sache wie bei früheren Civilizations, wo man dauerhaft im Krieg war oder so. So, du baust hier Arbeitsbarkasse bauen. Ja, genau, das möchte ich hier eigentlich haben. Weil das hier ist ja auf Algen. Plus 1 Nahrung für Algen. Gut, dann bauen wir mal die Algen ab. Ist doch auch schön. Und ich finde es faszinierend, wie die Städte hier so wachsen. Das sieht doch ganz schön toll aus. Aber ich habe noch immer kein zusammenhängendes Reich, das nervt ein bisschen. Friedensvertrag abgelaufen zwischen uns und der Slawischen Föderation. Ihr Erkunder hat etwas Sonderbares in der Nähe bemerkt. Es könnte eine Ruine sein, Trümmer oder vielleicht auch etwas völlig Unbekanntes. Mhm. Sie sollten Ihren Erkunder dorthin entsenden und durch Ausgrabungen feststellen, würde ich gerne, aber ich ob es sich um einen wertvollen Fund handelt. Ja, passt schon. Danke. So, Produktion wählen. Einmal in Harsha. Was bauen wir denn? Wir bauen mal einen Xenoschwarm. Das können wir jetzt mit Harmoniestufe 4. Das ist wieder eine Einheit bestehend aus Menschen und Aliens. Und Mandira mal wieder. Ihr baut mir noch einen Kolonisten. So, und dieser Bautrupp hier, der hat bald nichts mehr zu tun. Aber hier, das Algenfeld, könnt ihr noch bewirtschaften. So, hier oben dürfte dann schon die Nordküste des Kontinents sein. Das heißt, wir haben, ja, sind ganz weit oben im Norden. Aber hier gibt es noch einen Kontinent, von dem wir noch bisher gar nicht so genaues wissen. Den sollten wir ebenfalls mal dringend erforschen. So, das Schiff, das baut hier ebenfalls als Arbeitsbarkasse die Algen ab. Und hier wird eine Mine gebaut in Zaira. Was ich vorher sagen wollte, die haben hier wirklich nur Central als 14er Stadt und sonst haben die nichts, glaube ich. Sollte ich mal überprüfen, weil alle anderen haben sich hier so schön ausgedehnt. Vor allem die Slawen, die Slawen eigentlich auch nicht so sehr, die haben auch nur 3 Städte. Das hier dürfte das größte Reich sein.
Aber wir haben definitiv am meisten Städte, was gut ist. Also find ich zumindest. Ich baue gern viele Städte, aber es ist halt schlecht für die Gesundheit. So, wo sollten wir hin? Ja, da gibt es noch eine Expedition, aber wir haben keine Erkundungsmodule mehr. Super. Und jetzt wieder bis zur nächsten Stadt zurückschippern, das, ja, kann dauern. So, jetzt ist mir hier mein Fuß eingeschlafen, just for your information. Aber das werde ich noch überstehen, bis das Video zu Ende ist. Denn eigentlich haben wir die 15 Minuten ja schon durch, aber ich werde hier jetzt noch schnell eine Expedition in Auftrag geben. Und dieser Bautrupp, der kann hier oben noch was machen. So, war's das etwa schon? Dann klicke ich noch einmal auf nächste Runde. Ja, du kannst hier keine Expedition mehr zusammenstellen. Das bedeutet, bitte einmal ab ins Wasser. Und dann diesen Küstenverlauf noch entdecken. Und ja, das war's dann auch schon. Also, ich würde sagen, das war's hier fürs Erste wieder von Civilization Beyond Earth. Wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis bald. Euer Chris.